So, perfekt. Jetzt nehmen wir auf, jetzt sind wir da. Jetzt kann der Michael seine Horror-Stories weiter ausbreiten. Nee, es freut mich besonders, dass wir ein neues Gesicht in unserer Runde haben, nämlich den David. Der spricht auch Deutsch Servus. oder Österreichisch, glaube ich zumindest. Ja, noch. Noch? Magst du mal Noch. kurz vorstellen? Ja, servus. Wie der Michi schon gesagt hat, ich bin der David, ich bin aus Österreich. Ich lebe und arbeite zurzeit in Belfast, Nordirland. Seit über 5 Jahren mittlerweile. Entsprechend ist das mit dem Deutsch sprechen mir ein Mangel der Übung zurzeit. Ich arbeite für Puppet und mache da im Modules-Team mit. Habe auch den PDK gebaut, den Puppet Development Kit, wenn das wer kennt. Ja, vorher Freelancer, auch hauptsächlich Puppet-Sachen. Ja. Wunderbar. Ich glaube, wir haben eine Österreicher Überzahl in der Runde jetzt. Verdammt. Ich schaue jetzt einfach einmal nach Niederösterreich. Wie ist denn das Wetter dort? Das bin ich. Ah, geht so. Na, schönes Wetter. Also, ich bin der Michael Eigner. Ich bin Product Manager und Software Engineer bei der Firma ZKW in Wieselburg. Wir machen Scheinwerfer und so Zeugs. Und bin halt hauptsächlich große C++ Codebases am Arbeiten und ja, das ist so mein täglich Brot. Und seit fast am Beginn bei diesem Käffchen dabei. Ja. Und mache seit, weiß ich nicht, 25 Jahren so Pi mal Daumen Software, seit ich klein bin. So alt Dann bist du schon. ja, Stell, das ist. Stell, ich habe mit 0 Jahre angefangen. Und ja, und rutscht halt auch immer mehr wie sagt man, vom normalen Developer halt auch stark in die DevOps-Ecke. Ja. Und finde, das kann gern so bleiben mit DevOps. Ja gut, dann dürfen sich die zwei Kärntner jetzt drum streiten, wer anfängt. Na, wer hat von, weil es passt gut zu Puppet. Ah, ja, stimmt. Ja. Steilvorlage. Steilvorlage. Ja, Bernhard Rausch, arbeitet bei einem großen Baukonzern in Kärnten für die IT sozusagen. Bin sehr viel Steilvorlage, ja, Achtung. Mit Puppet unterwegs auch, ja. Also sprich Config Management, haben aber auch Ansible im Einsatz und andere Dinge wie Docker und so weiter sind uns kein Fremdwort. Sehr stark auch mit Monitoring, mit Savix in Berührung, Elasticsearch, auch ein großes Thema. Ja, mein Part sozusagen unter Anführungszeichen Solutions Engineer würde ich jetzt mal sagen, ja, mit dem Mario gemeinsam für unseren Konzern Lösungen bauen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und natürlich zukunftssicher weiterzumachen. Ne? Stellvorlage, Mario. Ja, Mario, Bernhard ist in meinem Team eben. Wir kümmern uns um alles Mögliche, eben, so wie der Bernhard gesagt hat, um Operations ganz im Generellen, Cloud-Architekt-mäßig, Public, Private, Multiclouds, alles, was im Endeffekt damit zu tun hat. Machen auch relativ viel für die Community, deswegen auch jetzt mit Michael, zum Beispiel alles Käffchen, Docker-Meetup gestartet, keine Ahnung, sind da relativ umtriebig, kennen Niklas auch schon länger, also von dem her auch in dem Bereich recht aktiv. Stichwort, Niklas. Ja, ich weiß. Jetzt komme ich leider aus Mitte vom Westen von Deutschland. Ich arbeite für die Community Group AG als Cloud-Engineer und helfe da meistens den Kunden entweder die Plattform zu bauen, aber halt auch unsere interne Plattform für die Developer. Und mein tägliches Brot sind meistens halt irgendwelche Cloud-Produkte zu nutzen oder halt Docker-Container hoch und runter zu fahren. Mit der jeweiligen Software, die da drin stecken soll. Ja, das war's für mich. So, jetzt gibt's zurück an Michael.
Ja, ich bin der Verrückte, der irgendwie alle Leute kennt und zusammenbringt. Und es ist immer wieder witzig, wie viel unterschiedliche Erfahrungen, dass wir gemeinsam haben. Ich kann auch ein bisschen Puppet, aber ich habe schon länger nicht mehr gemacht. Ich kann ein bisschen Ansible. Developern tue ich eigentlich relativ wenig. Aktuell baue ich mehr Workshops und Blogposts und Events und sonst was. Aber ja, so grundsätzlich vom Ablauf her, nur für den David, es ist eigentlich freigestaltet. Wir reden auch manchmal einfach über irgendwas. Aber wir versuchen ja immer so ein bisschen ein Thema reinzubringen. Die Woche haben wir mal gesagt, nachdem jetzt KubeCon und GitLab Commit letzte Woche waren, ich versuche mal meinen Screenshot sharen, wenn ich das wieder zusammenbringe. Dann verschiedene Sachen offen. Ich glaube, der ist es. Genau. Wir wollen ein bisschen über das sprechen. Und das andere, was ihr, glaube ich, eh schon alle mitbekommen habt, wir haben jetzt ein englisches Käffchen, beziehungsweise ich habe es jetzt einmal Kaffee getauft, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Wir werden uns die Quest.db anschauen, also wo dann die drei Jungs von Quest.db mit dabei sind. Und dann denken wir noch ein bisschen über Security nach, mit Nico, der jetzt heute nicht da ist. Und schauen dann halt einmal, wo wir da landen. Das soll dann halt einfach englischsprachig sein, für mehr Leute zugänglich, wie auch immer. Schauen wir mal, was passiert. Ansonsten, die News sind im Endeffekt für jeden asynchron zum Nachlesen, was es so tut. Das Einzige, was ich glaube heute noch hinzugefügt habe, ist Bazel. Gibt es einen neuen Blogpost für GitLab CI Builds, der heute hochgegangen ist. Und ansonsten, ja, die Manege ist mehr oder weniger feuerfrei. Ich habe mal was zusätzlich zu den anderen Themen eingefügt über CI/CD Pipeline Efficiency. Das kommt aus meinem Monitoring-Webcast von letzter Woche, haben wir einfach ein bisschen Doku geschrieben, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Ja, und ich glaube, den Squash und Merge Options, das war dann Michael, oder? Ja. Genau, das war ich. Das ist im Endeffekt eine Option in GitLab, auf die ich schon sehr lange gewartet habe. Und mich hätte einfach nur interessiert, wie ihr generell also in euren Projekten das macht. Also die Leute, die sagen, na nur squashen und Hauptsache eine Mainline oder gar nicht squashen, weil da gibt es ja richtig schöne Glaubenskriege. Aber die Option ist super, dass man jetzt endlich einstellt. Ich glaube, es ist aber immer noch hinten, es ist glaube ich hinter einem Feature Flag. Glaube ich. Dass man jetzt eben sagen kann, squashen ist immer required, der Developer kann sich es nicht aussuchen. Encourage, das by default on ist, allow ist eben das, was bis dato default war und dass man es auch gar nicht machen kann. Du mit ich glaube, der Feature Flag ist da, aber es ist aktiv bei default, wenn ich das richtig lese. Ja. Also ich habe es jetzt schon probiert, funktioniert super gut. Sagen wir so, ich kenne die Glaubenskriege und in meinen Schulungen war es immer so, dass man sich nicht wirklich darauf einigen konnte. Ich bin persönlich ein Verfechter von einem Merge-Commit, weil da mehr oder weniger die ganze Meta-Information drinnen steht. Plus, wenn ich ein Git-Log mache oder ein Git-Log-Graph, sehe ich dann halt auch, wann der Branch weggezweigt worden ist und wann er wieder zugegangen ist. Das verliere ich durch das Squashen. Und je nachdem, aufpassen, das kannst du auf zwei Arten erstellen. Also wir machen es zum Beispiel auch mit Squashen, aber mit Merge-Commit. Das kannst du mit der, wenn du drauf scrollst, das kannst du mit der zweiten Option auch regulieren. Ob es fast forward ist oder nicht. Ach so. Oh, das also wir zum Beispiel squashen und machen trotzdem einen Merge-Commit, damit wir im Best of Both Worlds haben. Okay, ja gut, das macht dann schon Sinn. Es ist halt die Frage, was du dann tatsächlich brauchst, sozusagen. Also wenn du im Entwicklungsprozess, wenn dann das Review fertig ist, selbst dann am Rebase machst oder irgendwas anderes, um die Commits halt sauber zu halten, oder du sagst, alles, was da drin hat, reingewandert ist in den Branch, kommt dann effektiv mehr oder weniger einfach rein in den Master oder in den Main-Branch oder halt auch nicht. Ja.
Ich würde sagen, für die Nachvollziehbarkeit, also wenn du jetzt ein Feature entwickelst, was über mehrere Etappen geht und wo du halt 10 Commits zum Beispiel gesammelt hast, würde ich das nicht squashen, weil du, wenn du was debuggst mit Git Bisect später mal, ist es ziemlich unübersichtlich, weil du halt einen riesigen Commit hast, wo das zusammengesquasht ist. Wenn du jetzt aber zum Beispiel Dokumentation schreibst oder, keine Ahnung, an den Unit-Tests was rumbaust oder andere Geschichten, wo du halt so häppchenweise committest und dann halt einfach diese Squash-Option nimmst, finde ich das schon sehr praktisch. Auf der anderen Seite bin ich natürlich auch ein Freund von guten Git-Commits, die du selber pflegst, ohne dass ihm der Automatismus zuschlägt. Ich glaube, das kommt immer grundsätzlich auf die Größe der Teams an und auf den Anwendungsfall, was du tatsächlich machst, ob das Automatismus ist, ob das Doku ist, ob das Squash ein riesiger Diff werden würde oder nicht. Das ist die Frage. Und klar, wir sind alles die perfekten Entwickler, wir machen keine Fehler. Aber meistens ist es natürlich so, dass man halt irgendwann halt einen riesigen Git-Commit sieht und sie denkt, wir wollen das jetzt schon wieder. Und dann machst du dann Git Blame drauf und sagst, oh, das war ja ich, schön, jetzt weiß ich überhaupt nicht, was ich gemacht habe. Also ich glaube, da viel zählt damit rein, dass man das ausprobiert und sagt, liebes Team, wir probieren das jetzt einmal in der Form für das Projekt so aus, den Workflow, und machen dann eine Retrospektive und sagen später, keine Ahnung, wenn das Projekt fertig ist oder wenn ein Meilenstein erreicht ist, Wie geht es uns denn da damit? Und können wir da jetzt sozusagen historisch zum Beispiel nochmal das Ganze nachvollziehen? Die Frage, was wir gemacht haben und warum wir eigentlich dann in den meisten Fällen auf Squashen gehen, ist einfach der Grund, dass auch, wenn du sehr viele Änderungen im Branch hast, die im selben Fall immer wieder stattfinden, es geht halt einfach auf die Gesundheit deines Repos selber, es wird langsamer, dauert alles länger und das Travisieren dauert länger. Also wir haben es dann mehr oder weniger aus Gesundheitsgründen fürs Repo gemacht, dass schneller bleibt, weil das kriegst du ja mehr oder weniger nicht. Ich meine, sagen wir so, du kriegst es nicht mehr raus, ohne dass du die Hashes veränderst. Das war bei uns zum Beispiel in den meisten Fällen der Grund, dass wir gesagt haben, Squash, und außerdem, also wir haben den Merge-Commit, definitiv, weil ich möchte sehen, wer es reingemerged hat. Aber ich habe einfach Tests gemacht und man sieht halt, wenn du sehr viele Änderungen im selben Fall hast, irgendwann einmal fängt das Ding einfach langsam an. Irgendwann wird es langsam und mit dieser eine Möglichkeit, bis du es halt reduzieren kannst. Wie viele Leute oder wie viele Änderungen habt ihr da bitte in dem Repo? Wir haben teilweise, also es hängt jetzt dann immer davon ab, was, ja, aber es gibt halt schon Änderungen, da sind halt dann schon wirklich ein paar 5.000, 6.000 Files betroffen. Ja. Und das sind dann halt, das geht dann halt relativ schnell auf. Und C++ ist jetzt nicht gerade die Sprache, wo man sagt, schiebt man das File von A nach B, dann muss man wahrscheinlich 17 andere Files auch noch angreifen. Das sind dann immer so längere Umbauten, so wie es der Michi im Endeffekt indirekt angeschnitten hat, lassen wir dann schon, also da rebasen wir dann mit Rebase Interactive das selbst zusammen, ja, damit das halt nicht zu fett ist. Es ist aber immer am Schluss des Tages es ist nicht immer eine Schwarz-Weiß-Sicht, sondern es ist halt immer, was für ein Trade-off gestanden. Natürlich schauen wir auch, dass die Merges oder die Branches halt möglichst wenig in Summe dann angreifen. Aber ich habe es auch schon umgekehrt erlebt, dass das dann beim Diffen teilweise dann ein Hindernis war, wenn es zu viele Commits waren. Wenn das dann, weiß ich nicht, der Branch war, weiß ich nicht, 6 Monate offen und ist halt immer raufgemerged worden. Das war halt dann zum Diffen auch schon. Kein Spaß mehr. Aber es hängt auch von der Copis ab. Also wenn du jetzt Terraform-Sachen hast und Dingsbums, da lasse ich die Commits einfach drin, weil das sollte da großartig aufgehen. Aber zum Beispiel GitLab selbst ist ja ein schönes Beispiel gewesen, wenn man ans Ende der Fahnenstange bei Git kommt, mit, glaube ich, momentan, glaube ich, 1 GB, oder? So, dann wird's, glaube ich, in Git ziemlich langsam. Repo-Size, was man halt dann alles aufmachen muss, damit man es halt quasi in ein neues Repo verfrachtet, ohne dass man die ganze Historie gleich mit wegschmeißt. Einmal habe ich selbst schon durchgemacht, möchte es kein zweites Mal machen. Das ist dann schon unlustig. Ja, ich hatte mal den Spaß aus einem Repository, wo wir zu zweit gut 2 oder 3 Jahre reinprogrammiert haben. Die ganzen
das war ein allgemeiner Blog und ein kundenspezifischer Blog und wir wollten den allgemeinen Blog open sourcen, ohne die Historie zu verlieren. Das war auch spannend. Politically correct. Ja, nein, ich meine, hat nicht, ich weiß nicht, 2 Tage oder so gekostet. Aber ja. Da gibt es Rewrite Tree oder wie das heißt, Filter Tree. Ja. Und das hat dann überraschend gut funktioniert. Also vor allem, weil wir Glück gehabt haben, dass alle diese kundenspezifischen Sachen in einem Verzeichnis waren und dann habe ich das halt rausgeschnitten und dann sind ein Haufen Commits verschwunden und plötzlich war die öffentliche oder das, was wir publizieren wollten, noch da und alles, was wir nicht publizieren konnten, war weg. Und das Problem ist immer, ich glaube, es hängt auch von der Projekttype. Also das Repo, was ich meine, ist zum Beispiel 10 Jahre alt, ja? Und ist halt über die Zeit gewachsen, ist halt mittlerweile ein Monster und wir haben ein paar davon. Ist halt dem Grund geschuldet, wenn man so will. Und das rausfiltern, das geht eh. Und das Problem ist halt immer nur, du zerstörst die Hashes. Wenn du dann sagst, okay, gib's woanders hin, raus. Das funktioniert eh wirklich so, wie du sagst. Das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ja. Ja. Habe auch schon Fälle erlebt, dass einfach mal was weg war, mitten drunter. Ja. Und keiner hat es am Anfang mitbekommen. Das ist dann ganz böse gewesen. Aber es hängt sehr, sehr stark von diesen, was ist es, wie lange wird es das wahrscheinlich maintainen müssen. Ja. Ich meine, ein Notausstieg gibt es fast eh immer. Ja. Aber die Frage ist, wie teuer ist der Notausstieg? Ja. Ja. Ich finde die Diskussion super spannend, weil im Modules-Team bei Puppet wir maintainen über 50 Repositories für jedes Modul eines und dann eine Handvoll Utilities und Libraries. Und keines von den Repositories ist wirklich groß. Ja? Mhm. Also so wie du sagst, dass Verlangsamung durch zu viele Commits, das ist bei uns komplett irrelevant. Ja, weil wenn eins von den Repositories ein paar tausend Commits hat, ist das ein großes Repository, so ein Apache-Modul oder sowas. Uff. Bei uns ist eben eher das größere Problem, wenn ein Open-Source-Contributor einen Typo in einem separaten Commit macht, will ich das wirklich zusammen squashen oder nicht? Ich weiß, was du meinst. Ja. Ja, nicht, weil da geht es mir auf Durchsatz auf, ja, der Code schaut gut aus, mergen, danke, nächster. Hm. Und ist die, ja, ist die, also Entschuldigung, Michi? Ich wollte nur kurz sagen, gerade wenn du Open Source Contributions hast oder externen Code quasi, der da reinkommt, am Anfang sagst du bitte squashen und rebasen und sonst was. Irgendwann lernst du dann, dass du keine Contributions kriegst oder dass einfach deine Pull-Requests nicht aktualisiert werden und dann sagst du halt, ja okay, dann sind halt 3 Commits, ist mir völlig wurscht, ich merge das jetzt und dann ist es halt Geschichte, weil jemanden gibt, ja. Beziehungsweise Pull-Request oder Merge-Request beizubringen und dann nur zu erklären, was ein Rebase und ein Squash ist, die Zeit hat keiner für 5 Minuten oder für 1 Stunde mal was reinpatchen. Ja, wir tun dann vielleicht mal ein How-To oder so verlinken, wenn es wirklich grausig ist. Aber am Ende des Tages, wenn der Pull-Request schon eine Woche rumliegt und da rührt sich nichts, dann tut entweder einer von uns das aufpolieren, wenn es wirklich grausig ist, oder wie du richtig sagst, dann es wird halt gemerged, weil das ist halt das, was man kriegt. Ich meine, am anderen Ende der Skala, ich habe vor 2 Jahren mal ein Update-Beispiel ausprogrammiert und da hat es halt ein paar Sachen gegeben, die man separat hat sich anschauen müssen und da hat es auch einen Blogpost dazu gegeben und dann hat halt in dem Blogpost jede Sektion auf eine von den Commits referenziert und dann hat man sich in dem Commit halt das eine anschauen können, was ich da geändert habe zu dem spezifischen Thema für das Upgrade. Das wegzusquashen wäre tragisch. Ich meine, an dem Branch habe ich, glaube ich, 3 Wochen herum rebased, bis alles so verteilt war, wie ich das haben wollte für das Blogpost und für die Upgrade-Dokumentation. Auch was ich nicht unbedingt wiederholen möchte. Na, vor allem, wir haben zum Beispiel jetzt ein Szenario, wenn man viel Code hat, kennt man es eh wahrscheinlich, ne? Diese Code-Formate, ne?
wenn du ein Projekt anfängst ohne Codeformatierung, ja, mein C++ ist jetzt nicht dafür bekannt gewesen, leicht formatierbar zu sein, ist aber auch schon ein gelöstes Problem. Ja. Wir haben jetzt auch das Thema mit, ja, wir wollen jetzt eigentlich die Codebase automatisch formatieren nach, ich sage jetzt mal Stylesheet. Ja. Wie machst du das? Machst du das sequenziell, dann hast du ständig Rauschen in deinen Merge-Requests? Oder gehst her und machst quasi einmal über die Codebase drüber und dann kannst du das halt beim Bisec oder beim Diffen einfach sagen, okay, lass das eine bitte halt weg. Ne? Aber es sind lauter so Sachen, die immer, wenn es auf das Ganze geht, da bin ich dann eher ein Commit rein, ja, dann kann man es noch verkraften. Aber ich habe zum Beispiel die Tests gemacht, zum Beispiel Clang Format ist das, was wir verwenden wollen, das verwenden ja auch viele. Ne? Das ist super, wenn Clang Format nicht einmal schafft, wenn man die Version wechselt, dass dieselbe Formatierung bei rauskommt. Das ist dann total super. Jetzt musst du auch nur schauen, dass der Entwickler ja wirklich exakt die Version verwendet. Robocop. Genau, aber es sind halt, lauter so Dinge, die halt, ich meine, jetzt gehen wir in die Diskussion nicht mehr zu einem, wie sagt man da, Git-Repository Health, wenn man so will, ja. Aber es sind halt lauter so, da findest halt wenig, weil es sind dann, der eine sagt A, der andere sagt B. Ja. Recht haben oder aber irgendwie beide und keiner, ja. Das ist halt. Ja, weil am Ende ist es jetzt einfach um Conventions. Also genau. Welche Convention passt für dein Team? Das ist halt so wie immer, wie die meisten Sachen mittlerweile im Leben, das kommt einfach auf deinen Use Case an. Zum Beispiel ist es bei uns so, wir machen alle Commits nur nach Conventional Commits. Das ist halt extra so ein Standard, weil wir einfach alle zu faul sind, Changelogs zu schreiben. Also wollen wir uns die generieren lassen, automatisch. Und das heißt, es muss irgendwie alles dem Flow halt passieren. und dann habe ich das noch ein bisschen weiter gedebuggt. Also was heißt weiter gedebuggt? Wir machen jetzt auch semantische Releases automatisch rausgehend anhand der Commit-Nachricht. Weil wenn ich weiß, dass das ein Fix ist, dann wird halt nur ein Patch-Level increased. Wenn es halt ein Feature ist, dann wird halt ein Minor-Level increased. Ja. Und wenn es halt ein Breaking Change ist, eine API oder so bricht sich, dann muss der Commit auch bitte Breaking Change heißen. Und dann bumpen wir auch den Major automatisch. Weil was dieses Ganze... Was ist für Programmiersprache, wenn ich fragen darf? Das ist, das ist ja Web-Apps meistens, also Java. Es kann aber auch mal Node, es kann mal Python sein. Ich frage noch, du stellst ja dann, hast du einen Mechanismus, der automatisch erkennt, dass ein API-Projekt drin ist, oder hast du nur wirklich... Ich skippe ein Tool, oder skippe ein relativ bekanntes, das heißt auch Semantic Release. Das wird zum Beispiel, ich habe das auch mal bei GitLab selber einen Fix gemacht, für die Terraform-Images, glaube ich. Warte mal, ich suche das mal draus, damit ich den Link mal eben schnell schicken kann. Wenn man sich dann so an einfache Spielregeln hält, dann kommt man da relativ... Dann gibt es halt auch so eine Contributing-MD, da ist das dann für die Leute erklärt. Und dann nach jedem Pipeline-Run automatisch... ich kann mal meinen Screen auch gleich so sharen. Das ist, glaube ich, leichter sichtbar. Moment, ich schau mal in meinen Screen. Haben die noch einen Pipeline-Run? Ich schalte sofort mein Screen. Das muss ich nur rausfinden. Ich glaube, das müsste der richtige sein. So, dann müsstet ihr das jetzt auch sehen. Und das Tool heißt auch Semantic Release. Das ist in Node, glaube ich, geschrieben. Und dafür gibt es halt Module für alles in dem Sinne. Also für jede Version-Control-System, und der analysiert halt dann die Commits. Man kann auch eigene Regeln sich selber ausdenken, wenn man sagt, und danach weiß er halt in dem Sinne, welche Commits was triggern, und dadurch weiß er dann, wann er einen Release machen muss oder nicht. Und er macht dann noch so fancy Features, dass der automatisch auch automatisch GitLab-Releases machen kann. Dafür braucht man dann den API-Token. Und dann, wenn alles gut aussieht, dann kriegt man auch automatisch halt so einen kleinen Changelog. Und die Conventional Commits, die beziehen sich halt einfach darauf, wenn man zurückgeht, dass
wir einfach nur sagen, hey, wenn es ein Fix ist, dann bump mir bitte Major, wenn es halt, der Commit muss dann so anfangen und diese ganze Chose muss man auch selber nicht mehr erklären, kann man immer Copy-and-Paste-Text nehmen, das ist immer sehr gut. Das kommt halt so aus der ganzen Frontend-Welt, also aus diesem Node.js, dass sich jemand, das ist so der Angular-Style, dass man immer sagt, hey, du hast einen Typen, du hast einen Scope. Und das wird mittlerweile auch bei vielen großen Projekten eingesetzt. Ich glaube, Azure setzt das zum Beispiel auch ein für den Azure ARM-Provider. Und dann sagen wir halt zum Beispiel, wenn es nur Docs sind, dann mach bitte vielleicht einen mit Docs einfach nur davor. Und danach weiß man automatisch, wie man die Sachen einfach alle einsortieren muss. Mhm. Ich habe gerade nachgeschaut, geht alles außer C++. Warum geht C++ nicht? Das ist ja nur DIT-basierend. Was soll denn da nicht gehen? Aber die, das heißt, er schaut sich, das heißt, du selbst sagst ihm mit dem Commit-Message, was ja... Du schreibst eine Commit-Message. Also, er schaut sich nicht den Content an, sondern wirklich nur die Commit-Message. Genau. Ah, okay, dann habe ich es missverstanden. Genau, also er guckt nicht den inhaltlichen Code, den Inhalt, den Content musst du selber halt noch verantworten. aber wenn du halt deine Commits dann so machst, dann ich muss euch dazu sagen, ich bin auch nicht so der Freund vom Squashen, weil ich eher lieber ein Fix-Up nutze. Fix-Up ist halt der Vorteil, dass es halt das gleiche wie ein Squash ist, aber er wirft halt die Commit-Message weg. Weil ich meistens so arbeite, dass ich auf einen Branch weggehe, mache erstmal 200-300 Commits gefühlt. Und dann fange ich halt an zu squashen, dass es ordentlich aussieht und dass alle denken, dass ich perfekt bin. Und dann squash ich das nur noch nach Features oder wo ich weiß, okay, das ist ein härterer Change und dem will ich halt noch einzeln drin behalten. Aber ich finde, auf dem eigenen Branch kann man immer das machen, was man möchte. Und dann muss es halt ordentlich halt für die History sein, dass man am besten eine lineare History am Ende des Tages halt kriegt. Und das hat bis jetzt auch immer relativ gut geklappt. Vor allen Dingen, wenn man das Tooling dafür sich daran gewöhnt. Ich finde, dass eher ist das immer schwierig, wenn man dann alleine programmiert oder Einzelprojekte alleine macht, dann selber die Disziplin dann noch zu haben, das alles auch immer ordentlich so weiterzusetzen. Aber ich glaube, das ist halt so wie alles, man muss es nur oft genug machen und dann geht das auch. Ja, wir haben das auf unserem Repo-Schwarm mit Labels auf Pull Requests. Und dem GitHub Changelog Generator genau dasselbe. Hat niemand Zeit, einen Changelog zu polieren, wenn man ein Release rausmachen muss. Wir schauen während den Reviews drauf, dass der Titel vom Pull Request gut ausschaut und dass die richtigen Labels hat und dann macht das Tooling den Rest und sorgt dafür, dass das Changelog gut aussieht und dass, wenn ein Breaking Change drin ist, dass die Version gebumpt wird, die richtige. Ja, wir haben damals bei Isinger das Problem gehabt, dass wir in das REST-API-Red-Limit von GitHub gelaufen sind mit dem Changelog Generator, weil da irgendwie mehr als 10.000 Requests halt gefeuert worden sind, weil du halt 11.000 Issues hast. Und wir haben sie dann selber was geschrieben, was dann halt im Endeffekt wieder was rausgeneriert hat, weil das ganze manuelle Pflegen oder was wir manuell gepflegt haben, war im Endeffekt die Description von Milestone, wo dann halt die wichtigsten Key-Features drinnen dokumentiert waren. Und beim Release hat halt derjenige, der das dann mehr oder weniger gemacht hat, halt einfach das generiert. Irgendein Python-Skript hat das halt rausgeschustert. Und in eine ähnliche Richtung geht es ja, was Semantic Release macht. Ich weiß auch, und das habe ich im Chat verlinkt, beziehungsweise dann in der Agenda, dass die Kollegen von Release Management daran arbeiten, dass man das Ganze automatisieren kann über die CI-Config, dass der dann auch im Endeffekt durch die Commits durchgräbt oder durch die Merge-Requests, die von Milestone sitzen, und da ein magischen Changelog baut. Hoffentlich ist es dann irgendwann einmal soweit. Oder muss man sich um gar nichts mehr kümmern, außer dass man keine Releases kaputt macht, indem man einen Tag vorher Feature reinmerged zum Beispiel. Das kommt doch gar nicht vor, oder? Aber wir machen doch immer nur Rolling Upgrades, dann machen wir einfach ein neues Release mit einer neuen gefixten Version, dann ist doch alles okay. Also ist doch alles Append Only am Ende des Tages. Die Frage ist, ob deine CI-Pipeline so eine gute QA hat, dass das sofort erkannt wird, bevor der Kunde bei dir anruft und sagt, ja, ich habe 3000 Clients und bei mir crasht die Kiste. Und du sagst, ja, aber in meiner CI-Umgebung crasht es nicht. Spannend. Das klingt nach einem Verbesserungspotenzial für die Testsuite.
Durchaus. Vielleicht ist auch der Kunde die Test-Suite, das kenne ich auch. Bananenprodukt. Ja, wie die Charity immer sagt, alle testen in der Produktion. Manche machen halt auch Tests vorher. Das ist gut. Also wir haben damals bei Asinger, wie wir den Cluster gebaut haben, du musst ja ein C++ an TCP-Socket selber schreiben, also wenn du ihn bedienen möchtest. Und wir haben relativ wenige Libraries zur Verfügung gehabt, das heißt alles, was irgendwie Event, Machine, Signal Handling, TLS-IO und andere Geschichten war, war alles händisch implementiert. Und das findest halt nicht raus, wenn du halt voll aus dagegen schierst mit irgendeinem End-to-End-Tool gegen die REST-API. Ja, es funktioniert schon. Und dann meldet sich aber der Kunde und sagt, naja, in meiner Umgebung mit 10.000 Agenten geht das halt nicht. Dann sitzt du halt so davor und sagst, ja, was mache ich jetzt? Kriege ich Zugriff auf die Umgebung, VPN und so. Na, keine Chance. Ja, wie stelle ich denn das noch? Mit Docker vielleicht. Naja, irgendwann stellst du dann fest, dass du halt keine 10.000 Container starten kannst von der VM. Und dann fängst du zu überlegen an, was du jetzt machst. Hin und wieder waren wir, also in meinem alten Job, hin und wieder sind wir zum Kunden direkt vor Ort hingefahren, haben sie das angeschaut, haben dann gefragt, ob wir ein selbstgebautes Paket mit Debug-Log in die Produktion installieren dürfen. Also ein gepatchtes Paket natürlich. Aber irgendwann stellt es dann fest, eigentlich müsste alles irgendwie selber erkannt werden. Aber sobald du in eine gewisse Größenordnung gehst, kannst du das nicht mehr selber testen. Also glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei Tappet ist, aber stellen wir das sehr schwierig vor. Einer unserer Vorteile ist, wir haben das meiste bei uns ist nur Webverkehr zwischen den Agenten und dem Server. Das heißt, da ist nichts wirklich selber gebaut. Das wechselt so im Halbjahresrhythmus, ein Performance-Test-Team. Und die haben irgendwo auf Amazon mit einem Agent-Emulator, der einfach nur Web-Traffic, also diesen API-Web-Traffic produziert und ein paar zigtausend Agenten durch das System jagt für 20, 40 Stunden und dann halt entsprechende Auswertungen machen, welche Subsysteme haben als erstes aufgegeben? Ist es die Datenbank? Ist es der Applikationsserver? Ist es der I/O? Ist es die CPU? Ist es das Memory? Und die haben, ja, das sind ein paar sehr lustige Sachen rausgekommen. Das waren richtige Best-Tests, oder? Also richtig Performance draufdrücken, bis es bricht. Ja, ich meine, die Daten alle synthetisch und das waren nicht wirklich 20.000 Agenten, sondern das war eben, ich glaube, 5 oder 6 Maschinen, wo irgendein Traffic-Generator draufgelaufen ist, der halt nach gewissen Mustern diese synthetischen Daten produziert hat und an den Server geschossen hat. Aber es hat tatsächlich Probleme gefunden, wo halt Verarbeitungsprozesse zu lange gebraucht haben oder zu viel Speicher gebraucht haben und dann halt die Systemstabilität gefährdet haben. Das habt ihr einmal im Monat, einmal die Woche, oder wie war das? Wie gesagt, je nachdem, wie das Team gerade finanziert war, vor oder kurz nach dem Release. Mhm. Ja. Ungefähr halt. Ja. Wir haben ja auch gestern wieder, was gestern oder vorgestern, als Richie Hartman darüber getwittert hat, dass sie einen Prometheus Use Case gefunden haben mit 125 Millionen Active Series. Und sich dran rausgestellt hat, dass die eigene Software selber nicht dran schuld ist, dass es wieder eine Kernel-Tuning-Option war. Und da sieht man einfach, dass es auch sehr wichtig ist, dass man aus großen Firmen auch Informationen wieder zurückgibt, womit man halt dann auch arbeiten kann, das vielleicht versuchen kann zu verifizieren. Weil am Ende bringt es halt niemandem was, dass wir das alle in kleinen Kämmern machen und der eine hat dann so einen riesen Fleet, davon weiß niemand was und dann kriegt er vielleicht ganz andere Probleme, die man selber einfach sich theoretisch auch gar nicht mehr denken kann. Jetzt kann ich jetzt mal Lieblingsthema Chaos Engineering kommen. Aber was lassen wir jetzt? Das machen wir mal, ich glaube, in einer eigenen Session mal Chaos Engineering. Und ja, dass man einfach solche Informationen shared. Da müssen ja auch keine vendor-spezifischen Sachen am Ende des Tages halt drin sein.
Aber dass man halt mit solchen Daten halt weiterarbeiten kann, um das Produkt halt auch besser zu machen. Da sind halt alle happy. Weil wenn man es irgendwie dann nachstellen kann, dann ist es umso besser. Viel schlimmer, wenn ihr die Probleme, die man nicht mehr nachstellen kann. Wie ihr schon sagtet. Wenn man dann nicht mehr auf Pod selber das nicht mehr nachziehen kann, dass man dann sich so eine synthetische Umgebung nachziehen muss, wenn man Glück hat, erreicht man die gleichen Sachen. Aber was ist, wenn da auch das auch nicht ausreicht? Dann wird es halt sehr interessant am Ende des Tages. Und ich glaube, du hast ein Problem, je nach den Plattformen, die du unterstützen musst. Weil du von Linux-Kernel, der Linux-Kernel ist in einem Ubuntu anders als in einem Red Hat unter Umständen. Und wenn du dann in die Unix- bzw. BSD-Ecke gehst, tickt es ja doch wieder ein bisschen anders. Und manche Function Calls, die du halt verwendest, liefern andere Ergebnisse. Und Multithreading ist anders implementiert und so Geschichten. Wenn du jetzt quasi einen Agenten hast, der in einem Docker-Image drin läuft oder in Kubernetes und dir ist es völlig wurscht, was da drin für OS läuft, dann ist das natürlich besser oder schöner, als wenn du halt 25 verschiedene Distributionen supporten musst. Ich kann mich erinnern, glaube ich, vor einigen Jahren hat Pappe da mal angefangen, AX und HPUX, glaube ich, einzubauen oder Pakete dafür zu bauen. Und ich glaube, da ist einiges an Zeit ins Land gegangen, das überhaupt zum Laufen zu bringen, weil auf AX halt gewisse Sachen anders ticken. Und das, du kriegst ja nicht so einfach jetzt einfach einmal eine Entwicklungsumgebung. Außer du wirst Münzen ein und in der Cloud mittlerweile. Aber wenn du als Entwickler frisch per SSH auf AX drauf gehst, musst du halt erst einmal vertraut damit machen. Beziehungsweise willst du es eigentlich nicht. Und dann muss halt, ich glaube, gibt es mittlerweile Systemd auf AX? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Kollegen. Also auf der Uni Wien damals sind die ganzen Oracle-Maschinen auf AX gelaufen wegen Partitioning, Sharding, keine Ahnung, irgendwas war da halt optimiert. Und es war halt super stabil. Das Problem war nur, dass sie die Kollegen, die da mit Git angefangen haben, das Git einmal selber kompiliert haben im Home-Verzeichnis, damit sie überhaupt mit Git arbeiten können drauf. Und irgendwann ist, glaube ich, die Maintenance so über das hinausgewachsen gewesen, dass wir alle auf CentOS und Red Hat migriert haben oder auf Debian. Und ich habe mich dann gehütet, wenn jemand gefragt hat, könnt ihr den Nagios oder Isinger Agent da auf AX portieren? Und ich gesagt, ich kenne mich da leider nicht aus. Das könnte man schon machen, aber da müsste man doch ein bisschen was sponsern bzw. was bezahlen. Und dann sagt der Kunde, ja, aber das ist viel zu teuer. Warum wollt ihr das bei jedem Release haben? Also ja, weil es halt irgendwer machen muss. Wenn irgendwas nicht geht, wer soll es denn dann fixen? Ja, und vor allem, wer eine Xbox im Keller stehen hat, sollte sich das eigentlich leisten können. Ja, das stimmt. Ja, dann Solaris. Nicht mehr. Solaris. Mainframes, Power PC. Wir haben eine Hardwarebox irgendwo in Portland stehen für die ganzen AX-Porting- und Testing-Geschichten. Mhm. Gott sei Dank muss ich die nicht angreifen, weil wir haben zwar den Agent, aber ich glaube, es gibt kaum ein Modul, das tatsächlich auf AX supportet. Vielleicht NTP, aber das funktioniert eh überall gleich. Also. Ja, wahrscheinlich Defects oder Factor wird wahrscheinlich die große Herausforderung gewesen sein, oder? Nicht mein Team. Also das mit NTP, darüber reden wir nochmal, dass das Ding überall gleich funktioniert. Neue Session, yay. Yeah. Schau, David, du bist willkommen in unserer Runde. Ich bin die Woche noch auf Frische, also Arbeitsthemen bitte erst nächste Woche. Ja, wir machen eine Live-Debug-Session von Puppet Agent auf AX. Ja, sagen wir rechtzeitig, wann das ist, dass ich dann offline bin. Was sagst du, apropos offline, ich bin nächste Woche im Urlaub und werde wahrscheinlich nicht teilnehmen, aber ihr könnt es beim Meetingraum einfach verwenden. Beziehungsweise könnt ihr Pause machen, je nachdem. Aber der Zoom-Raum ist grundsätzlich ja für euch offen.
Und wenn der Mario das Streaming macht oder das Recording davon oder es gibt kein Recording, vielleicht schreibt er mal wer anders einen Blogpost. Beziehungsweise, auch im Urlaub. Apropos Blogpost, war das Terraform oder war das Vektor? Lieber Niklas. Oder vielleicht auch beides. Der Vektor kommt morgen wahrscheinlich. Morgen Mittag kommt der rein, könnt ihr mal rüberlesen, dann können wir ihn Ende der Woche releasen. Der Mann hat die Urlaub. Cool. Das zählt ja nicht. Ja, in meinem Urlaub habe ich für solche Sachen halt erst Zeit. Ja, kenne ich irgendwoher. Weil der Michael mich zwischendurch mit FestDB abgelenkt hat. Ach so, jetzt bin ich wieder dran schuld. Gut, passt. Gerade letztes Mal mit einem Kollegen gechattet, so 48-Stunden-Tage in so in 24 Stunden, das war super. 72. Okay. Ja. Wir machen einfach dieses Schlafen nicht mehr, weil das mache ich schon eigentlich. Ich sag ja, es ist überbewertet. Nico-Nummer. Apropos Nico, wo ist denn deine Packung? Ich bin gerade aus dem Kundencall 1:1 hier rein, aber ich kann jetzt natürlich jederzeit gerne aufstehen, mich kurz verabschieden und bin in 30 Sekunden wieder da. Und ich höre euch sogar dauerhaft. Normalerweise muss man jetzt da hinten in so einen Ordner, also in so einen 7 cm Ordner in so einem Hintergrund der Ketten. Wer kann rein, so ein Notfall, wo dann draufsteht. So. Nee, unten sind die näher am Sofa. Unten sind die näher am Sofa, weißt du? Das ist so. Wichtigere Location. Jetzt bin ich gespannt, was er sich ausgesucht hat. Juhu. Ja, die ist noch offen. Die muss ich noch leer machen. Ich habe mir gedacht, die ist in einer Stunde leer. Gestern geöffnet. Die habe ich vorgestern geöffnet. Dann machst du die Dose jetzt auf und isst sie einfach in der Session. Das ist eine Challenge. Dann brauche ich eine neue Webcam, da reicht der Weitwinkel nicht aus. Für mich danach. Wenn ich mit der großen Packung durch bin. Apropos Webcam. Ex-Kollegen. Ich habe einen Ex-Kollegen einmal eine Großpackung mitgenommen, weil er es unbedingt haben wollte. Und der hat die wirklich beim Fernsehfilm am Abend gegessen, die 650 Gramm Trashy-Keksi. Der ist jetzt Ex-Kollege, weil er es nicht überlebt hat, oder? Na, der lebt noch. Aber er hat es bereut. Also ich glaube, danach wollte er nur mal die kleinen Packungen haben, wenn überhaupt. Lernfähig, das können nicht alle. Ja, ich habe noch eine große Packung rumliegen. Was sehr schwierig zu bekommen ist in Österreich, ist der Bruch, weil das Mannerwerk in Oberösterreich hat zugemacht. Es gibt zwar einen Shop in Mauthausen, wo wir die Eltern auch schon gesagt haben, es wollen wir unbedingt wieder hinfahren, wenn du wieder da bist. Und ein anderer Freund hat gesagt, die sollen 100 Packungen mitnehmen als Jahresvorrat. Und sagt, ja, mal schauen. Ich muss fahren nach Nordirland. AustrianSupermarket.com liefert überall hin, habe ich gelernt. Habe schon nach Deutschland geschickt, habe schon nach Amerika geschickt, kann auch nach Nordirland schicken. Mittlerweile ist es nicht mehr so heiß, weil da sind wir eine Zeit lang drauf gestanden, von wegen, es ist die Schokolade schmilzt so in die Richtung und Hitzewelle in Österreich, mal oft 35 Grad hat es halt, sie verschicken sollten dann nicht gleich. Okay. Müssen wir eine Runde warten. So, wie sind wir jetzt auf die drei Stiche gekommen? Ich habe, glaube ich, ich habe das Meeting gejoint. Und vorbei. Ich habe Niklas bei irgendwas unterbrochen gehabt. Ach so, nee, ich habe, weil der Nico wieder mit seiner Kamera kam, ich habe gestern, war mein halber Tag darin, C++-Code zu programmieren, weil ich bin jetzt gerade wieder auf meiner Linux-Maschine und ab nächste Woche werdet ihr mich wieder in 4K sehen oder was, je nachdem, wie viel das iPhone macht, weil ich habe für OBS Studio dieses iOS-Kamera-Plugin kompiliert gekriegt.
da kompiliert gekriegt. Ja, das Problem ist, es ging über WebDienst gar nicht, also über dieses NDI, über was Netzwerk hat, der es bei mir gar nicht erkannt. Dann habe ich gedacht, ach, mache ich eben über USB. Ja, okay, brauchst du auch wieder ein Plugin für. Plugin dann schön versucht das erstmal kompilieren, funktioniert nicht. Okay, dann könnte das Problem sein. War es nicht. Und dann am Ende des Tages hat sich rausgestellt, es hat einfach ein Include gefehlt von der Standard-Library, vom CStudio.io. Und dann hat das Ding auch schön kompiliert und dann konnte ich es auch endlich selber nutzen. Ich habe das selber auf dem Mac gemacht und dann kurz bevor ich es gebraucht habe, habe ich aus Versehen ein App-Update gemacht und es hat mir eine schöne kompilierte App zerflanscht und dann kann ich es nicht nutzen. Das war der Moment, wo ich mir überlegt habe, dieses ganze Gefrickel ist doch nicht so geil, wenn du es dann doch irgendwie mal brauchst. Ja, dann habe ich überlegt, warum macht man das nicht automatisiert? Warum nimmst du einfach kein CI-Bild für? Genau, so hat er gesagt, CI-Bild fertig. Also jemand da hat Urlaub. Er hat Urlaub. Er hat Urlaub. Nein, also, ja. Wie viele Stunden deines Urlaubslebens hat er das gekostet? Ja, einen Tag, ne? Also ich habe dann noch einen Kollegen abends angerufen, ja, was hast du heute gemacht? Ja, ich habe C++ kompiliert, auch versucht zu kompilieren, hab gesagt, ich mache es jetzt nicht mehr. Und ja, dann hat er nochmal drauf geguckt und gesagt, ey, das könnte einfach das sein und dann war es das und dann war okay. Okay, dann war es. Apropos Lebensstunden, ein Kollege von mir hat sich gestern ein Chrome-Plugin gebaut, was ihm jedes Mal, wenn er einen neuen Tab aufmacht, anzeigt, wie viele Tage und Stunden, Sekunden er noch zu leben hat, damit er überdenkt, ob er das jetzt wirklich googeln soll oder nicht. Ja, da hat er einen Zähler. Also hat irgendwie ein Zähler, einen Counter. Ja, einen Counter von irgendwie ausgegangen, keine Ahnung, 78 Jahre lebt man oder so und er zeigt dann auch die Sekunde genau an, wie viel er noch hat. So von wegen, das soll ihn daran erinnern, ob er das jetzt googelt oder ob er es einfach sein lässt. Ich hatte auch so einen Kollegen vor 10 Jahren, der hatte das auch als Desktop-Hintergrund. Mich hat das wahnsinnig gemacht und der hat gesagt, ja, ein Tag weniger. Also ich habe einen Kollegen auf der Uni gehabt, der hat bis zur Pension runtergerechnet, bis zur Rente. Das hat er zweimal gemacht, weil er da nochmal verlängert hat. Für mich hat das wahnsinnig gemacht, weil ich war ganz jung und ganz frisch und so, ja, wie viele Jahre hast denn du noch? Ja, so, keine Ahnung, 40. Ich habe nur mehr 25. Das hat er dann irgendwie halt in unserem Büro halt quasi als Counter irgendwo gehabt. Sag ich, ja, kannst du bitte den Bildschirm so drehen, dass ich ihn nicht sehe? Aber ja. Motivation am Arbeitstag. Wir hatten da auch eine Wall of Shame. Das waren die Anfragen, warum irgendwelche AT-Registrierungen oder ACAT-Registrierungen nicht prompt beantwortet worden sind oder wenn halt irgendwas nicht funktioniert hat mit DNS. Und die E-Mails, wo die meisten Caps Lock Buchstaben drin waren, die sind am weitesten oben gehängt. Das ist ja aufschlussreich. Nee, erzähl du noch. Ich muss mal mit überlegen. Früher, wenn du den TechC und AdminC bei Domains ändern wolltest für ACAT-Domains, hast du kein Webformular gehabt, sondern du hast ein XML-Template runterladen müssen, das ausfüllen und dann per Mail-Binary, glaube ich, irgendwie oder per E-Mail halt irgendwo hinschicken, Plaintext. Wenn es Outlook Express oder so halt aber HTML geschickt hat, dann hat das nicht funktioniert. Und dann ist eigentlich von dem Bot oder von dem, keine Ahnung, Cron-Job-Skript, was da drin ist, dann halt immer die Fehlermeldung halt nur zurückgebounced worden. Das heißt, keiner von uns hat nachschauen können, was da für Fehler ist im Skript. Und Kollege hat das, glaube ich, einen Kunden hat er oder einen Teilnehmer damit den Wahnsinn getrieben, weil er, glaube ich, 10 oder 20 Mal hat er es dann machen lassen. Und am Schluss war es irgendeine Spitzenklammer, die falsch gesetzt war. Ah. Ja, du hast schon angefangen, die Erzählung mit XML. Ja, also ich habe die Kollegin for the win. Hat man damals nicht gekannt oder ich zumindest nicht. Ich habe die Kollegin sehr bewundert, die dann ein Webinterface dafür gebaut hat. Also so einfach kann es sein. Ja, aber da sind so viele Felder zum Ausfüllen. Ja, wurscht, einfach Default rein und passt schon.
XML. Ja, das ist schon, wie war das? EPP heißt das Format, wo du halt so die den ganzen Domain-Transfer und Domain-Inhaber und schieß mich dort halt managed. Das ist dann halt über, REST-API ist das nicht, das ist wahrscheinlich eher SOAP. Aber wo das halt im Endeffekt über ausgetauscht wird im Hintergrund. Mhm. Ist spezifiziert. Und nachdem die Nikad alles in Perl gemacht hat, war das halt alles Perl-Code. War schon interessant. Aber ich war immer froh, dass ich es nicht machen habe müssen. Also. Waren die Soap-Dinge die, wo man, wenn man null reingeschrieben hat, das Ding nicht wusste, ob es ein String ist oder null? War das nicht Soap? Ich glaube, mit dem konnte man viele Webservices umbringen. Also ich kann mich erinnern, dass er mir ein SOAP-API in Niederländisch oder Belgisch ansprechen hat müssen für ein Skript, weil das halt das HPITSM oder irgendein Tool halt, Incident Management, war halt in Belgisch. Und dann hast du halt einmal Google Translate übersetzen müssen, was das jetzt hast da drinnen, das Feld, und hast dann ja nicht mehr ändern, weil das Skript ist jetzt genau auf das WSDL drauf gepappt, was da drin vorkommt, inklusive dem Apostroph und dem Accent und keine Ahnung was. Und habe mir gedacht, so, ja, schön wäre es, wenn alles Englisch ist. Und das bringt mich wiederum zu Windows mit den Performance Countern, die im Englischen anders benannt sind als im Deutschen. Windows. Schreibt keiner hier, okay. Ich höre nur nichts anderes. Excel, ja, ich habe nur Windows gehört und habe mir gedacht, selber schuld. Also wenn wer verwendet Excel? Dazu habe ich eine Story. Ich habe noch im Jahre 2020 bei einem Kunden mal gesehen, dass der eine Excel-Tabelle dafür hat, um Load Balancer zu beantragen. Und in diesen Excel sind so schlaue Formeln drin, die dann direkt die neuen Befehle generieren. Für die, damit man den Load Balancer konfiguriert. Das ist Configuration Management, nicht Puppet oder Ansible, so neumodischen Excel. Scheiß. Excel. Noch cooler wäre es, wenn das aus dem Excel dann per Makrosprache dann automatisch auch noch getriggert wird. Aber ich glaube, das Warte, und das Excel haben sie dann nicht. Immer, haben sie in die SVN committed, oder? Mhm, genau. CVS ist gerade gestorben. CVS, nicht SVN, ist viel zu modern. Ja, hallo. Ja, ist das ClearSign oder so noch von IBM, was noch wirklich so relevante Dateien macht? Ja, ClearSign. Red Rose und ClearSign? Wieso? Sind irgendwie Verwandte. Also, du kannst aus Google Sheets durchaus irgendwelche CI-Jobs und Terraform-Deployments anstoßen. Das geht schon. Ich hab ernsthaft ein Cloud-Produkt gesehen, wo du neue Instanzen durch einen Eintrag in einer Excel-Tabelle hochgezogen hast. Ich bin mir nicht sicher, ob das nur eine Sales-Demo von ihrer API war oder ob sie das ernst gemeint haben. Aber das wahrscheinlich so kommuniziert als Teil des Proposals. Vermutlich war es am Anfang eine Demo und am Schluss war es Sales. Provisore enthalten ewig. Ja, aber überleg dir mal, leichter kriegst du dein Produkt nicht mobile ready. Oh. Du brauchst einfach nur die Office App. Ja, jetzt habe ich mir Excel nach Office 365 geladen, jetzt ist in der Cloud, jetzt geht mein Skript nicht mehr, gell? Das hat halt noch keine Verbindung mehr zum Server. Aber ja, hui. Na, die Sprache hat sich geändert. Das Passwort ist dann eher auf dem zweiten Sheet oder so. Weil Excel ist ja im Englischen heißt Sum und im Deutschen heißt Summe. Genau. Aber du kannst irgendwo einen Fallback mittlerweile einstellen bei den neuen Versionen, dass er auch die englischen Befehle nimmt. Irgendwo geht das. Aber ich nehme per Definition nicht mehr das Problem. Nicht in Excel 97. Wer macht da Programmiersprache, also Realsprachen spezifisch? Microsoft ja, vor 25 Jahren. Wer anders fällt mir nicht ein? Also. Ja, wobei. Das war wahrscheinlich ein Fehler, dass der Student, der es übersetzt hat, mit übersetzt hat. Yeah. Oder der Formance-Counter zu übersetzen. Macht voll Sinn. Das ist super, ja. Du hast mich vorher schon getriggert, Michi. Ich komme ja aus der Ecke. Also.
Das erste Mal, wie ein Performance-Contact gesehen und gedacht habe, ja, das kann ich die ID nehmen. Ach so, die kann sich ja ändern im Hintergrund. Okay. Ist es jetzt Deutsch oder Englisch? Und wenn du dann halt eine generische Config für den Monitoring-Setup bauen willst, musst du jetzt erst einmal raten, ob das jetzt ein deutsches oder ein englisches Betriebssystem ist oder vielleicht, keine Ahnung, Spanisch. Und du kannst, es gibt irgend, also wenn du programmatisch auf die Windows-API hingehst, ich glaube, mit PowerShell geht das mittlerweile, kannst du dann Fallback programmieren. Also du machst das so wie in Python, du probierst aus, ob es geht. Wenn es eine Exception wirft, dann probierst du einen anderen Weg. Oder du kriegst halt was Druck. Aber es ist halt einfach nicht schön. Das erinnert mich an die C++-API, wie du die Windows-Version rausfindest. Das ist kein Scherz. Da kann ich da 2000 Zeilen Files sagen und das funktioniert nur in gewissen Windows-Versionen. Du wisst eh, warum es kein Windows 9 gibt, oder? Ja, ja. Windows 95. Windows 98. Also die Version, die dir den String zurückliefert oder das struct ist deprecated seit ein paar Versionen. Und wenn du die Version rausfinden willst, gibt es Funktionen, die heißen, ist Windows 8 or greater? Ist Windows Vista or greater? Ist Windows 10 or greater? Wobei die kriegst nur, wenn du das neueste SDK dir runterlädst, wo vielleicht deine Applikation nicht damit funktioniert. Mhm. Und dann gibt es noch die Unterscheidung, ist Server or not? Wo du dann anhand von der Bildnummer rausfinden musst, ob das jetzt ein Windows Server 2016 ist oder 2019. Und beim Messinger Agent war das früher halt drinnen in der Erkennung, dass das in Version halt rauskommt. War super praktisch. Und du sitzt davor und denkst so, also, geil, zu 95% funktioniert das jetzt, was ich umgebaut habe. Die anderen 5%. Schaffst du nie. Das ist dann genau dieser verlorene Tag, der aber Arbeitszeit ist. Und eigentlich sind es verlorene 2 Wochen. Dann denkst du, ja. Du weißt aber dann, dass die Entwickler, die halt das bauen, bei Microsoft selber keinen Spaß haben, weil es halt einfach supported bleiben muss. Und wenn du eine Änderung einbauen willst in das Betriebssystem, ja, gute Nacht. Mhm. Das ist, Microsoft ist da sehr, sehr, sehr gut drin. Zum Beispiel bei Visual Studio, gruselt es mir das Wort her, die haben es mittlerweile ein Tool gebaut, das heißt VSWare, also wie der Where oder der Which Command, damit sie die Visual Studio Installationen finden. Die haben ein so Tool für ihr Tool. Ne, vor allem, die schreiben sie jetzt mal woanders hin. Und auch manchmal auch mit Service Packs schreiben sie es woanders hin. Voll, die haben ein eigenes Team, das ein Tool baut, das ihre Tools findet. Das ist super. Aber wie finden sie das Tool? Da kommt der nächste Joke. Jetzt gibt es mittlerweile schon ein zweites Tool, weil das auch nicht konsistent ist. Katastrophe. Katastrophe. Das, was ich nicht verstehe, ist, die Bildnummern, ich glaube 14.2 oder 14.3 ist Visual Studio 2019. Was irgendwie überhaupt keinen Sinn ergibt, weil 14 war der Codename für 2015. Ja, du musst aufpassen, in Visual Studio, also Microsofts Programmierwelt, gibt es 3 Versionsnummern bei C++. Das mit der 14 ist die C++-API. Dann gibt es noch die C-API, die hat mal eine ganz andere Nummer, ja. Die kannst du aber wirklich teilweise verwenden. Und dann gibt es noch die Produktversionsnummer und dann meinst du noch, wie ist die Marketingnummer. Also eigentlich sind es, ja, die eine zähle ich nie mit, weil die fragt kein Mensch ab. Supi, wirklich. Also das Counterpendant zu den anderen Compilern ist eigentlich MSVC Underline Version. Das ist die du nehmen solltest. Die meisten nehmen es nicht, weil das ist ein Chaos. Gibt es eine eigene Website mit nur Übersetzungen. Ja. Aber das 14 sind die C++-APIs. CMake hat irgendeine Erkennung drinnen von dem Compiler. Und mit Visual Studio 2019 hat sich da was geändert bei den APIs? Deswegen knallt es, wenn du ein älteres CMake hast. Ja, weil Microsoft auf die Idee gekommen ist und dann Clang aber auch, muss man dafür nicht so sagen. Wir knallen jetzt das Toolset noch dazu. Juhu! Noch ein Schalter mehr. Naja, jetzt hast kann ich beruhigen. Zig Möglichkeiten. GCC ist auch nicht API-kompatibel unter den Versionen. Wo man wieder zu der ich die Bagge AMHF-Architektur-Geschichten kommen, die ich vor 2 Monaten nochmal erzählt habe. Also es ist überall das
du kannst es nicht allen recht machen, und wenn du einmal einen Fehler gemacht hast, dann musst du so lange mitschleifen, bis du halt, keine Ahnung. Wie ist dir eigentlich bei der Meldung ergangen, wie du gelesen hast, dass Mac jetzt auf ARM umstellt? Ich finde die Mac-Plattform jetzt gar nicht schlecht. Du musst halt das Toolset dazu kennen. Und sagen wir so, dass du dann halt nichts mehr virtualisieren kannst oder dass halt Parallels oder VirtualBox halt auf ARM umgebaut werden muss oder Hyper-V oder was weiß ich was, wird spannend. Auf der anderen Seite habe ich mich selber damit schon, also ich habe kein Parallels installiert aktuell, ich lasse alles in der Cloud irgendwo laufen. Ist mir völlig wurscht, wo das rennt, aber es läuft nicht am MacBook drauf. Das ist ein interessanter Wandel, das hätte ich mir vor einem Jahr nicht vorgestellt. Aber jetzt so, ich arbeite eigentlich nur mehr in zwei Chrome-Fenstern und ein bisschen CLI. Mhm. Und der Rest ist halt alles irgendwo in der Cloud, und es fühlt sich irgendwie auch angenehm an, dass man halt nicht mehr irgendwie lokal virtualisieren muss. Auf der anderen Seite, es wird sicher brechen, wenn das dann in der ersten Version rauskommt. Da gehe ich fix davon aus, dass irgendwelche wichtigen Applikationen oder irgendwas, was halt dependent ist auf die Architektur, nicht funktioniert. Aber ja, voll, so ist es halt immer. Interessanter Wandel ist, wenn die iOS-Apps mit mir ein bisschen mehr oder weniger auf und je nachdem auf Mac laufen und dann theoretisch umgekehrt, ich meine, ist nicht theoretisch, ich meine, du bringst das schon irgendwie zum Laufen, aber verwendbar ist dann ein anderes Thema. Ne? Aber man sieht ja, wo die Reise mehr oder weniger hingeht. Ne? Also im Endeffekt, lokal passiert mehr oder weniger immer weniger. Und interessant finde ich, ob MacBooks und Macs dadurch mehr verkauft werden, weniger oder gleich. Weil da wird es ein Haufen, so wie du gesagt hast, Kompatibilitätsprobleme geben zum Start, wo halt dann viele so kleine Tools, die du halt brauchst, einfach nicht funktionieren. Ja? Wo dann halt, weiß ich nicht, ich glaube, die Adoption wird relativ hart sein. Ja, ich glaube, dass es ein Sprechzeug. Nee, ich glaube einfach, da macht Apple das sich einfach. Dann lassen sie alle Sachen brechen, und Leute, die halt die neuen Tools haben wollen, dann müssen halt auch diese wieder neu entwickelt werden dafür. Also Apple wird nicht jetzt in dem Sinne sagen, hey, wir bieten, also wir werden schon Support geben. Wer weiß, vielleicht gibt es auch diesen Weg schon zurück, dass da sie sich relativ sehr viele interessante Leute eingekauft haben in den letzten 2-3 Monaten, dass sie vielleicht auch einen Backport machen, dass sie die Intel-Sachen noch virtualisieren können. Dass man wenigstens, ja, da gibt es was. Da haben sie schon angekündigt. Es wird zwar mit Performance-Verlust gehen, aber du wirst die Option haben, als Entwickler im Prinzip deine Anwendung einfach zu virtualisieren. Also es muss immer noch auf Entwicklerseite passieren, aber mit geringem Aufwand. Okay, ich meine, das meiste, was geht, kannst du auch selbst machen, wenn du den Code hast und alles, aber da gibt's was oder soll was geben. Das hatten sie ja bei dem Sprung, bei dem vorherigen Sprung auf die Intel-Plattform hatten sie ja auch so ein Tool, ich habe den Namen vergessen, mit dem das einfach virtualisierbar war. Ja, und ich glaube auch, dass sie mehr in die Cloud investieren, also vor einiger Zeit haben sie ja extrem viel Kubernetes-Entwickler aufgekauft oder eingeladen. Also da tut sie was im Hintergrund. Es gibt so aktuell das Gerücht, dass es eine Suchmaschine wird. Kann auch sein. Mhm. Aber ich glaube, dass es halt, wie der Niklas richtig sagt, das wird halt einfach passieren. Und dann wird es halt einmal wehtun als Technologieprototyp. Mir tut der 32-Bit-Verlust auch noch weh, weil die Boxer-App, die DOS-Box drinnen hat, mit Siedler 2, geht aktuell nicht. Gibt aber in der Community auf GitHub gibt es das Projekt, was irgendwie geforkt worden ist, und die Leute arbeiten an der DOSBox Render API ganz tief drinnen. Jemand von DOSBox. Und wenn du halt das Interesse dran hast, dass du es halt zum Laufen bringst, dann wirst du es halt hinbringen. Und ich meine, wenn man sich überlegt, die ganzen Open Source Geschichten in Homebrew, mein Debian auf ARM gibt es schon ewig. Also die meisten Sachen, die meisten Open Source Dinger sind schon portiert. Natürlich wird es ein Aufwand sein, das wieder alles neu zu kompilieren und vermutlich auf der Homebrew-Seite die parallele Infrastruktur aufzuziehen und bla bla bla, aber interessant. Ich glaube halt, Apple macht jetzt den nächsten innovativen Schritt, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass dieses ARM-Ding früher kommen wird, weil es einfach aus ökonomischer Sicht halt nochmal interessanter wird, weil
die einfach viel weniger Watt verbrauchen als diese ganzen Intel-Disten. Und für Serverlasten sind die halt auch dann fast mittlerweile genauso performant. Mhm. Von das, was wir auf. Und dazu muss man überlegen, dass die meiste Hardware, die wir nutzen, die eidet eh nur rum. Und ist einfach nur ein Energieverschwender. Ja. Also ja, ist so. Also viele Ressourcen, die einfach unnötig genutzt werden. Und interessanter, also jetzt finde ich, das wusste ich nämlich noch nicht, dass Apple sucht, vielleicht eine Suchmaschine selber zu bauen. Das kann gut auch hinkommen, weil es ist ja auch so, dass Siri läuft ja auch bei Google, glaube ich, das ganze Backend von Siri selber. Und vielleicht wollen sie jetzt einfach auch das einfach für sich selber betreiben, weil sie suchen ja auch aktiv für das Apple Cloud Plattform Team. Ja. Dass sie sich selber ihr Rechenzentrum mit ARM-Technologie, also ich glaube ab dem Scale, so wie alle großen Unicorns oder großen Unternehmen, die bauen eh ihre eigene Hardware und da machen sie alles direkt in einem Wisch durch. Ja, naja, das haben sie ja schon angekündigt vor, ich glaube, einem Jahr oder eineinhalb Jahren, dass sie primär in-house hosten wollen wieder. Naja, was halt ein Riesenprojekt ist bei Apple. Ich meine, die haben trotzdem, glaube ich, jetzt auch noch zu sonst was bei Google committed, aber langfristig wollen sie schon wieder selbst. Und klar, wenn sie dann den ganzen ARM-Stack haben, dann werden sie für Selbsthosting auch irgendwann auf Kubernetes setzen. Für die ganze iCloud, nicht nur Siri. Weil das ist ja ein Riesending, was die da betreiben. Ja, oder nutzen Mesosphere. Okay, Leute, ihr werdet an der Stelle aussteigen. Ja, wir haben ja ein bisschen schön überzogen. War super spannend. Gefällt mir. Ich hätte vielleicht kurz noch eine abschließende Sache. Die geht ganz schnell. Nur falls jemand, für die Leute, die Terraform und Azure machen, passt es ein bisschen auf mit der 0.13.1. Und Azure, wenn ihr auf den Data zugreift, da kracht die CLI gerade komplett. Also nicht beim Kunden oder so Projekte upgraden. Ich habe gestern mal schnell auf 0.13.1 hoch und habe dann mich wiedergefunden und manuell mein Terraform-State wieder downgegradet. Oh, also das crasht komplett die CLI weg mit der 0.13.1. Das könnte mein Problem von gestern erklären. Also ich habe es gestern noch getweetet. Also es ist wohl im Zusammenhang, wenn du Data machst mit dem Azure AM, dass er dann die CLI dir wegcrasht. Wer muss was updaten? Soll in der nächsten gefixt sein. Geupdatet werden oder das Terraform CLI? Terraform, also sie wollen es in der 0.13.2 fixen. Ich hab's gestern getweetet, weil ich suche mal schnell raus, den Ding. Das hat mich nämlich gestern auch. Man kann zum Glück manuell downgraden, also musst du einfach in den Stateful reingehen und die zwei IDs runterdrehen. Dann geht's wieder. Aber trotzdem, war jetzt nicht ganz so geil. Das nur einmal das Info kurz mit. Es ist nur Azure und auch nur, wenn du ein Data machst in Terraform. Okay. Ja, ich habe, glaube ich, Azure gelesen und habe beschlossen, es geht mir nichts an. Genau so ist es. Azure Frame wird immer hinterher. Ja, man geht auch super, dass der Nico jetzt teilt, aber doch, ich habe es geliked gestern. Okay. Übrigens, updated alle auf 0.13.2 seit 18 Minuten released. Nee, oder? Ja. Geil. Hat's nein, gebracht? Ich fasse es jetzt vor meinem Urlaub nicht mehr an. Doch, komm, mach so live. Nope. Living on the edge. Das kannst du jetzt okay. machen im Share. Bei mir schon, aber nicht beim Kunden. Ich habe ja nur abgegradet, weil ich zu faul war, immer die andere Terraform-Version zu nutzen. Ich habe ja bei mir, war ich schon höher und dann hat es immer das Projekt ist nicht gelaufen und dann habe ich mir jetzt in den letzten zwei Wochen 8-mal das alte Binary runtergeladen, weil ich es immer wieder weggehauen habe und dann gestern habe ich mir gedacht, scheiß drauf, jetzt date ist das ab und dann bin ich da reingelaufen. Oh, der Tag wurde gelöscht, okay. Nee, ich hab ein Typo drin gehabt. Achso. Der hat sich eben von C angeschlossen. Er ist Terraform. Ja. Die zweite Linie. Ja, kannst du einen Fork bauen. Deckraffeln. Und den ja. baut dann Nico dann in die Produktion. Alles klar. Dann machen wir jetzt unsere Terraform-Update. Ich wünsche euch schöne Woche.
und werde euch dann aus Österreich grüßen. Also, wer ist denn nächste Woche da? Und wer werden nächste Woche da? Ist wahrscheinlich, ja. Ich liege am Pool. Am Urlaub. Wo denn? Oder eben. Wir fahren nach Italien runter. Nein. Ah, okay. Cool. Also so knapp über Rom. Irgendwo in der Pampa. Airbnb. Wo keine Leute sind.